Bleibe quieto. Uah! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands. Wir schauen da mal, wie wir da weiterkommen. Falls ihr Lust haben solltet, vielleicht mit mir zu spielen, seid sehr herzlich dazu eingeladen und schickt mir eine E-Mail, ich unter machtdichkopfnuss@gmail.com mit einem S übrigens. Ich werde das einblenden hier. Meldet euch an und spielt mit mir eine Runde oder so. Schauen wir mal, was wir da jetzt machen müssen. Wir werden da jetzt einen Story-Auftrag machen. Wollen wir da hinfahren. Wir haben leider da nur so ein Fahrzeug. Nehmen sich das, was nicht kaputt ist. Okay, da ist keines mehr. Los geht's! Hi, da vorne steht einer. Der ist auch schon kaputt. Gut. Ganz auch unauffällig, wenn wir auf die Karte schauen, wie wir da hin können. Da, ein bekannter Ort. Wir werden da als erster hinfahren. Müssen wir da zurück. Das ist riesig übrigens, die Map. Gefällt mir. Auch das taktische Vorgehen. Sagnidia hat einen Wohltätigkeitsverein. Eine echte Philanthropin. Klare. Geldwäsche? Schlimmer. Eine Art Studentenaustauschprogramm. Sie nimmt bolivianische Teenager und schickt sie in die USA und nach Europa. Aber zum Eiffelturm schaffen sie es vermutlich nicht. Drogenkuriere. Und wenn sie sich weigern, Sandra Parker hält ihre Familien hier wohl als Geiseln fest. Sind von den Teenagern je welche entkommen? Soweit ich weiß, nur einer. Danach hat Nidia Flores seine Eltern Hubschrauber holen wir sich jetzt. Pozzolero geschickt. Pozzolero? Ich hab auf der... Der Eintopfmacher. Er steckt Menschen in zwei App die Karte. Nach 8 Stunden sind nur noch Zähne, Nägel und Pampe da. Verdammte Monster. Gucken wir mal links. Den nächsten auch links. Ah, da noch nicht. Kommen wir da rauf. Oh, das ist so ein Nebeneinsatz. Wenn wir jetzt ganz vorsichtig angehen. Mal die Drohne starten. Die Drohne ist oben. Da ist einer. Ich sehe ein zweites Ziel. Tango Nummer 3. Markieren Hauptmann. Hier ist Ziel Nummer 5. Okay. Wollen wir den da mal? Das ist einer mit Maschinenpistolen. Okay, es tut mir leid, ich kann das nicht ganz auf realistisch spielen. Ich muss mir das jetzt da einschalten. Markierungen ein. Warum auch immer. Ich nicht sehe, ob der den Simultanschuss macht. Okay, geht noch nicht. Ich soll langsam reingehen.
Mal darüber klettern. Das sichern. Und die Sniper rausholen. Wenn der pinkeln geht. Scheiße. Kann ich da nicht durchschießen? Das war's mit ihm. Ist jetzt alarmiert oder nicht? Bereit, Feuer frei. Der Leutnant verpisst sich. Verstanden. Haben wir keinen Hubschrauber? Und dann irgendwo in der Nähe noch einen Hubschrauber. Geschafft, alle noch ganz? Nein. Buenos dias, hermanos. Ich bin El Jack. Leider nicht. Ach, verdammt, die Rebellen müssen wohl eine Weile ohne auskommen. Naja. Die UN hat sie verboten. Die Amerikaner haben sie seit Jahrzehnten verbrannt. Ausrüstungskisten finden. Schauen wir mal. Wo sind wir? Da sind wir. Was ist da? Na, das machen wir jetzt nicht. Kingslayer-Dateien, die holen wir sich. Oder na? Das da blinkt so verdächtig, das holen wir sich. Kilometer. Markieren. Gangster, so bitteschön. Hat irgendwas zum Fahren? Also auch was zum Markieren? Hola. Müssen wir wohl den LKW da nehmen? Wo fahren wir da jetzt hin? Mal schauen, vielleicht können wir da Querfeld einfahren quasi. Musst du da hinten rüber fahren. Vorwärts, ich bin hinter dir. Können wir nicht, das ist der Radberg auf. Das nehmen wir wieder unser Auto da. Okay, dann muss ich da drüben einstecken und steigen und den Sitzplatz wechseln. Sitz wechseln. Gut. Okay, auf geht's. Fahren wir da jetzt hin? Aber das da wäre noch näher. Das machen wir. Nochmal auf die Karte schauen. Genau. Spaß. Richtig geile karibische Musik irgendwie. Sportwagen. Feuer. Ah, nicht Feuer. Aussteigen wollte ich.
Zelda. Das steht einer. Hab noch einen, ja. Tango. Noch ein dritter. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Hab noch einen. Macht fünf. Fünf? Mal sehen. Sehr eingeschätzt, Tom. Hey, Kartellschütze. Tango besteht direkt beim Reiter zum Angriff. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Ich hab das Ziel. Ziel erfasst. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Na, na. Den möchte ich. Ich sehe einen Narko. Wollen wir die Sniper nehmen? Ziel markiert. Schieße! Der Wichser weiß jetzt, dass jemand hinter ihm her ist. Das gibt's ja jetzt nicht. Das ist die Garage. Meldet euch, wenn ihr Politos Wagen seht. Alles klar. Tango ist tot. Mal nachladen. Die Drohne noch mal starten, wenn wir da vielleicht irgendwie übersehen haben. Da, Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Und mal den markieren. Eins. Zwei. Tango ist markiert. Was jetzt? Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel verloren. Roger, Ziel erfasst. Kann ich den da oben irgendwie? Na. Kann loslegen. Das Ziel ist weg. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Feuer. Ein Drecksack weniger. Ziel markiert. Kartellschütze! Drüben am Geschütz! Oh! Shit! Fuck! Ganz, ganz vorsichtig. Drohne fliegt. Eins. Da ist er noch. Okay, Ziel markiert. Und da war ich nicht noch geschossen, oder? Was ist das Zivilist? Feuer. Umgelegt. Wo ist er? Wo ist er da drin? Ziel
Da ist er. Komm schon vor da. Ladung ist scharf, in Position. Wollte er was anderes schießen. Das war jetzt blöd, ich wollte die Waffe wechseln. So. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Alles klar. Zum Auto laufen. Wow! Schnell, in Deckung! Hammer! Ich habe kein Ziel. So da! Geil! Wo müssen wir hin? Das sind noch irgendwelche. Das ist ein Nobelhobel. Und das ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Oh, halt. Zwei Lust mit Kondom immer. Wo ist das? Noch eine verdammt heiße Kiste. Ich hab das Nago-Geprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen. Halt. Das ist irgendwas zum Einsammeln. Das holen wir sich noch. Ah, das kann man auch noch markieren. Wir müssen ja für die Rebellion arbeiten. Machen wir weiter. Ich habe das Nago-Geprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen. Und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch. Du willst unbedingt so eine Karre, hab ich recht. Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. Ich weiß, wo eine Auszeichnung ist, die das Kartell an Sicario verleiht, der viele Rebellen getötet hat. So. Haben wir den aktiv? Moment, ich fahre. Geh, ich komme hinterher. Das geht aber. Oh! Medikamentenabschluss können wir nachher machen. Ja. Mal schauen auf die Karte. Ja, passt eh. Ziemlich ungünstig das Auto für diese. Für dieses Gelände da. Wo geht der einigermaßen gut? Ah, da geht's auf, okay. So, das hat er mal abgegeben. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten. Ja, und ich sag schon wieder tschüss für heute, und wenn ihr mitspielen wollt, schreibt es meine E-Mail unter machtdichkopfnuss@gmail.com, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!